Frau Wegerer-Rustler, Sie sind auch Mitglied im Salon Real. Was hat Sie persönlich dazu bewogen, ihm beizutreten? Mir hat die Idee gefallen. Ich kenne die dahinterstehenden Personen, also alle besonders gut, die das begonnen haben. Und es ist mein Anliegen, sie dabei zu unterstützen, die Frauen in der Immobilienwirtschaft zu fördern. Das heißt, Sie würden sagen, es ist wichtig, dass es ein solches Frauennetzwerk auch institutionalisiert gibt in der Immobilienwirtschaft? Ich denke, es ist eine gute Idee, dass es so etwas gibt, weil Frauen generell dazu neigen, sich wieder in die zweite Reihe zu stellen und Frauen dabei zu unterstützen, nach vorne zu schauen und zu dem zu stehen, was sie können. Das ist mir ein Anliegen, denn die Fachkompetenz ist ja normalerweise gegeben und ohne die geht es sowieso nicht. Hat sich es auf persönlicher Ebene schon ausgezahlt für Sie? Naja, ich bin als Frau sowieso schon von Anfang an in der Immobilienwirtschaft tätig, habe da auch schwer aber doch den Weg gemacht als Frau allein in einer männerdominierten Welt und daher weiß ich auch, wovon die Rede ist. In unserem Unternehmen sind dennoch auch sehr viele Männer und ich finde es gut, das Gleichgewicht da irgendwo herzustellen und die Frauen zu stützen. Vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön.